ist wieder eingesogen worden von den Spielern, wird umgesetzt und es ist einfach der typische Ludwigsburger Basketball. Das hat natürlich auch diesen Identifikationsgrad und dass man einfach eine Mannschaft nicht an den Spielern unbedingt wiedererkennt, sondern an der Art, wie sie Basketball spielen. Und es geht auch mit Lobo direkt los. Und dann, das ist so der typische Schütze bei den Ludwigsburgern. Und dann auf der anderen Seite Solomon Young, der noch weiter Vertrag hat bis Ende November. Weil man auf Bamberger Seite noch nicht genau weiß, was machen wir denn mit dem Kerl jetzt eigentlich. Fünferposition auch bei den Bambergern so ein bisschen das Problem. Mit Cacciaschvili, der dort natürlich Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist man mit Young, glaube ich, nicht zu 100% zufrieden. Es ist durchaus möglich, dass sie da noch was tun. Ja, Offensiv-Rebounding, ein Riesenthema. Bamberger da unter dem Korb, manchmal ein bisschen zu nachlässig am eigenen Brett. Müssen da aufpassen. Der Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die extrem auch vom Offensiv-Rebounding lebt. Eine Mannschaft, die viele Abschlüsse provoziert und auch anwenden will, machen will. Die hat natürlich immer auch ganz wichtig die Offensiv-Rebounding-Maschine am Laufen. Weil man weiß, wir werfen viel, also geht immer wieder auch was daneben. Nochmal eben der schöne Pass von Kaniauskas, der in den ersten Ballbesitzen der Bamberger sehr aggressiv ist. Gleich zweimal der Drive über seine starke linke Hand. Einmal mit Pass. Und jetzt geht er die Linie. Ja, wir haben die letzten Wochen immer wieder auch mal gefragt, wer ist denn da bei den Bambergern so ein bisschen der Führungsspieler? Bei Kaniauskas war es so, nach dem Kreilsheim-Spiel, was sie völlig unnötig verloren haben, da hat er sofort gesagt, das ist meine Schuld, ich nehme das auf mich, auf meine Kappe. Er hat sich sehr stark so als Führungsspieler gegeben und ich glaube, dass er in diese Rolle auch noch hineinwachsen kann. Hat er schon 2014 bei Žalgiris Kaunas in der Euroleague gespielt. Attackiert da unter dem Korb und der Kaniauskas. Young ist unbedingt der solide Schütze, aber natürlich auch jemand, der abliefern möchte. Ja, aber das ist nicht die Vorauswahl, glaube ich, die Oren Adil gerne hat. Aber auch da haben wir wieder gesehen, Kaniauskas setzt die Defensive sofort unter Druck. Also auch auf Bamberger Seite wirklich das Vorhaben, Ludwigsburger Abschwächen in der Transition Defense bisher gehabt, da wirklich schnell zu attackieren. Ja. Da muss er einfach hart sich zum Korb abrollen, dann hat er näher. Hat angefangen nachzudenken, dass da eventuell noch jemand steht. Hier nimmt er den Ball auf und dann sieht man völlig korrekt den Schrittfehler mit diesem Trippelschritt zurück. So, Ludwigsburg presst an, Bamberg verliert den Ball beim Einwurf. Diesmal bremst er nicht ab, aber er verliert die Kontrolle über den Ball. Die gehen mit zwei Fehlern da und dann sehen wir das Foulspiel bei der Ballannahme schon. Wechsel auf der 5 bei Ludwigsburg mit Johnson, der für Edigin kommt. Edigin, der Starter, der Nominelle auf der... Auf der 5er Position bisher durchaus mit Problemen. Auch clever von Kaniauskas. Schön gemacht von Litauer. Und die Punkte für die Bamberger. So, und da wird Solomon Young zum wiederholten Mal attackiert. Ja, aber das ist der Unterschied, auf den ich eben nochmal hinaus wollte. Mit Edigin, der natürlich ein Kraftpaket ist, der unheimlich viel Power besitzt. Aber Johnson ist natürlich der deutlich bessere Offensivspieler, weil er ein ganz anderes Repertoire inklusive Wurf mitbringt und der Touch auch ein anderer. So, der erste Wurf von draußen von Wright Forman. Und das zweite, das schnelle zweite Foul von Robertson zwingt zum Handeln. Der erste Auftritt von Sean Miller im Trikot von Ludwigsburg. Gleich den gegnerischen Fünfer in Young verteidigen.
Rebound von Solomon Young. Und es hat Johnson auch da wieder Offensiv-Rebound. Die Bamberger sind da noch nicht aufmerksam genug. Manchmal habe ich bei Ihnen in den letzten Wochen noch eine gewisse Physis unter Korb vermisst bei so Rebound-Situationen. Young vielleicht manchmal einen Schritt zu langsam, zu unaufmerksam. Und wird da schnell überpowert. Prentice haben zuletzt gute Zahlen aufgelegt. Nummer 3 bei Ludwigsburg. Und dann haben wir nochmal dieser Versuch, Solomon Young zu bedienen, aber wir sehen schon die Defensive von Sean Miller, der da das Anspiel verhindert, physisch präsent ist. Dann auch nicht viel, um sich da frei zu schwimmen und Bright Forman verliert ihn da so ein ganz klein wenig aus dem Blick. Aber das ist Ludwigsburg. Das sind Würfe gegen den Mann mit wenig Platz, aber eben auch Spieler, die Qualität besitzen, genau diese Würfe zu treffen. Erster Dreier im gesamten Spiel. Wieder verpasst Bright Forman. Und dann geht's schnell. Da haben wir jetzt so ein bisschen den Ludwigsburger Basketball gesehen. Auch den Offensiv-Rebound wieder, den Polas Bartolo ein bisschen verschlampt. Ja, aber Polas Bartolo spielt bisher eine ganz, ganz starke Saison. Auch hier in den Anfangsminuten unheimlich viel Athletik, Physis, Rebounding. Eben pusht er den Ball, spielt den Pass raus zum freien Dreier. Starke Saison von ihm. Karin Jauskas unter Druck mit dem Fehler. Einfach und wir sehen, das Offensiv-Rebounding wird ganz klar ein Thema werden hier heute, wenn das in den Zahlen so weitergeht. Auch da wieder Johnson zur Stelle, Jonas Bartolo von draußen. Wenn du natürlich 3-4 Wurfchancen generieren kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es klappt. Fünfter Offensiv-Rebound auf Seiten der Ludwigsburger, der vierte innerhalb der letzten 60 Sekunden. Senkfelder. Passt. Sehen, dass sofort wieder versucht wird, von Hart Druck zu machen und ein Block, ein Dribbling. Schon mal rübergeschaut zu Oren Amiel. Da stimmt gerade bei den Bambergern definitiv sehr, sehr wenig. Es bleibt die größte Baustelle und das war eine der Baustellen, die er als erstes mitbearbeiten wollte. Im Bamberger Spiel. Jetzt kommt erstmal der Massenwechsel. Dafür viele bei den Ludwigsburger, das sind ja immer wieder Spieler, die sie in den vergangenen Jahren geholt haben, die ihre erste Zeit in Europa überhaupt verbringen. Und dieser Prentice Hub, das ist ein ziemlich interessanter Spielertyp auf der 1. Der hat gleich beim ersten Spiel Heidelberg sehr wehgetan, fast an die 30 Punkte. Danach dann so ein bisschen nachgelassen. Das einzige Konstante, was geblieben ist, Bell zieht hier das Foul, ist die gute Dreierquote. Wirft von außen wirklich herausragende 44% bei einem unglaublich hohen Volumen. Tschatschaschvili, der Israeli. Das Projekt auf der Center-Position, das tatsächlich momentan noch ein reines Projekt ist. Aber hat sich, finde ich, gesteigert mit seiner Rolle von der Bank, kommt jetzt ein bisschen effizienter geworden. Isaiah Whitehead. Zuckend, sagt er, das war doch da eigentlich faul und hier Schrittfehler
Ballbesitz Ludwigsburg. So, Bamberg wird ein bisschen kleiner. Heckmann auf der 4. Whitehead, der mal in seinem Rookie-Jahr in der NBA gespielt hat, bei den Brooklyn Nets. Ja, und teilweise auch sehr, sehr gut gespielt hat. Das ist ein, für mich einer der besten 1-gegen-1-Spieler, also wirklich nur Kopf durch die Wand. Der spielt nicht den Pass in der Regel, sondern der will scoren. Das ist das, was er im Kopf hat. Unglaubliche Power, ein ordentliches Ballhandling, einen ordentlichen Streaky-Wurf, heißt, er kann heiß laufen, aber vor allem auf dem Weg zum Korb kaum zu stoppen. Da gibt es von dieser Qualität nur auf das 1 gegen 1 bezogen nicht allzu viele Spieler in Deutschland. Er war damals so ein bisschen überfordert mit seiner Rolle in Brooklyn, weil er die beiden Standard-Point-Guards verletzt waren, ersetzen musste und hat als Rookie da viele Fehler gemacht. Und das war dann die NBA-Zeit auch nach 2 Jahren beendet. Er geht nach Europa, Whitehead. Aber das ist sicherlich auch eine Personalie, die man sich mal sehr, sehr genau über die nächsten Wochen und Monate anschauen kann, der Spieler mit der Nummer 0. Nächste Foul. Diesmal von Jake Patrick. Bell an der Linie. Amir Bell. Braucht noch etwas Zeit, um richtig reinzufinden. Natürlich ein guter Verteidiger. Offensiv könnte mehr kommen. Da wusste man, dass nicht so viel über ihn gehen wird, weil eben auf der defensiven Seite eher seine Qualitäten liegen. Aber insgesamt muss er trotzdem offensiv auch mehr Gefahr ausstrahlen. Ist ja nur 41% aus dem Feld, der Dreier fällt gar nicht. Whitehead. Da haben sie, glaube ich, die Konstellation gehabt, die sie sich gewünscht haben, dass er dagegen Wohlrad ziehen kann. Whitehead. Aber kommt nicht durch. Whitehead verzweifelt mit dem Schiedsrichter. Das zweite Mal ist, dass er gerne den Call hat. Er sagt, dass von hinten der Pushback. Für mich in Ordnung. Absolut. Vorher hat er den Arm des Verteidigers so ein bisschen weggeschlagen. Was kein Foul des Verteidigers in dem Fall. Jake Patrick, der uns im Interview gesagt hat, er will mehr am Ball sein, mehr werfen in dieser Saison. Ich habe selten einen jungen Spieler gesehen, wirklich hier in der BBL, der mit so viel Selbstvertrauen nach seinem eigenen Wurf schaut, schon auch in den letzten Jahren. Wir haben schon beim Audi Dome Turnier gesehen, beim Finalturnier, dass er wirklich werfen will. Oh, da spielt der Pass dabei. Sobald er nur ein bisschen Platz hat, schließt er ab, auch jemand, der eigenen Wurf kreieren kann. Oh, Vorsicht. Es Whitehead kurz vor dem Technischen. Einmal winkt er ab gegen die Schiedsrichterin und dann geht es auch um Flopping-Geschichten. Der ist, glaube ich, gleich fällig. Da kommt noch was. Ja, nochmal ein Drive, wo er es faul nicht bekommt. Und könnte es Tee geben. Ja. Ludwigsburg probiert heute viel, auch auf den größeren Positionen, also auch ein Bäre, der heute früh Spielzeit bekommt. Das ist eigentlich ein Pass, den Edigin da fangen muss. Und ein bisschen tiefer und dann fällt der Dreier wieder raus. Bei Bamberg geht von draußen nichts. Zero. Und dann wieder sofort Druck auf die gegnerische Defensive bei den Ludwigsburgern. Wieder wow. Whitehead, und das war so ein bisschen immer wow. Sein Ding. Also schon immer diese Spin-Moves, diese Drehungen. Aber er hat es oft dann eben auch übertrieben und daraus Turnover produziert. Und das hat man ihm so ein bisschen übel genommen damals. 8 Punkte in seiner Rookie-Saison für die Brooklyn Nets gemacht. Reeves. Und da geht man gallig zum Rebound. Bäre lässt nichts anbrennen.
nochmal Whitehead. Higgin, das ist technisch einfach nicht gut, was er da macht. Ja, das ist aber auch nicht sein Spiel. Also es ist jemand, der früh versucht, immer im Break, wenn er das Feld rennt, den Ball zu bekommen. Oder der vielleicht mal im Post-up überpowern kann, aber nicht mit dem Gesicht zum Korb. So, Wohlrat von Heckmann in den Post geordert. Und dann der Wurf von draußen. Nach wie vor die rote Fahne von der Dreierlinie bei den Gästen aus Oberfranken. Geht er an die Linie, auch damit wieder attackiert. 1 gegen 1, Isolations, Transition und Pick-and-Roll-Offense. Das ist das, was Ludwigsburg macht. Sehr ähnlich zu den letzten Jahren unter John Patrick. Hier haben wir nochmal den ganz feinen Spin-Move von Isaiah Whitehead um Chachashvili herum. So. Freiwürfe für den Ludwigsburger Guard. Prentice hat er eine herausragende Highschool-Zeit hatte und dann in seinem Senior-Jahr auf der Highschool ein Kreuzbandriss erlitt, ein Jahr pausieren musste in einer Phase, wo er schon fix für Notre Dame unterschrieben hatte auf dem College. Und ja, was das für einen jungen Kerl bedeutet, weiß man, für die Entwicklung auch. Aber hat dann 4 solide College-Jahre absolviert. Der braucht natürlich noch eine gewisse Zeit, um sich an alles hier zu gewöhnen. Spielt dafür gar nicht so unerwachsen, wie ich finde. Aber ist auch ein gutes College-Programm. Ja. Wo er herkommt, das macht sich schon bemerkbar. Gerade das Adaptieren des europäischen Basketballs, auch wenn Ludwigsburg jetzt nicht unbedingt die Blaupause für europäischen Basketball ist. Da sehen wir seine Zahlen, 18,7 Punkte im Schnitt, 4,7 Assists. Schon nicht ganz so schlecht. Ludwigsburg kommt mit Johannes Patrick jetzt schon der 11. Spieler heute im ersten Viertel. Auch das hat sich nicht geändert bei den Riesen. Gewechselt wurde schon immer viel. Gewechselt wurde viel, die Rotation war jetzt trotzdem erstmal nur bei 9 Mann. Jetzt ist Sean Miller dazugekommen. Von daher denke ich, dass sie in Zukunft da vor allem auf eine 10er-Rotation gehen werden. Aber mal gucken. Der Bell. Kein offensives Fortune. Ja, auch was einfach relativ stumpf abgewickelt. Johannes Patrick attackiert und den Wurf kreiert. Ball geht durch keine weiteren Hände. 10 Sekunden, Ludwigsburg kann ausspielen. Das erste Viertel ist schon gleich wieder rum und das sieht nach Jonathan Dunn aus, der den Wurf noch losbekommt mit Foul. Und das 2,2 Sekunden vor dem Ende. Ja, 1 gegen 1, guter Crossover gegen Bell, ein bisschen Platz hatte er, dann ist der Kontakt natürlich klar, Foul ist korrekt. Ludwigsburger bereits mit 11 genommenen Dreiern. Nach 10 Minuten natürlich ein sehr, sehr hoher Wert. Dann ist ein brutaler Werfer. Und 2,2 Sekunden, da kriegt man den Ball tatsächlich noch mal nach vorne. Da hat Ludwigsburg irgendwie, glaube ich, gar nicht mit gerechnet. Großartig. 25 zu 12. Im Grunde ist es so, wie man es vorhersehen konnte. Ludwigsburg deutlich schneller mit viel mehr Abschlüssen. Bamberg komplett kalt von jenseits der Dreierlinie. Demnächst bei Magenta Sport.